Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu FIFA 18 Online-Saisons. Und hier haben wir wieder einen richtig starken Gegner, 84er Teamstärke. Wo kommen die denn alle her? Die sind doch viel zu stark. Ne, letztes Mal war es ein 83er Gegner, der hat uns auch schon ganz schön abgezogen. Und ja, wir sind immer noch in Liga 10. Das ist inzwischen unser fünftes Spiel. Den Aufstieg haben wir schon gesichert. Es geht jetzt nur noch um die Schale hier. Oder ein Teller. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Ups, okay. Klären wir einfach. Eigentlich hätte ich da lieber einen Pass gespielt, aber irgendwie hatte er sich das Tackling noch gemerkt. Scheinbar. Na, kommst du aus und kommst du in? So, ein sehr geduldiger Spieler. Oh. Da dachte ich, wäre ich dran. Ich bin da jetzt hier. Und Kimmich. So, lauf mit Sigurdsson. Ah, abseits. Das war abseits. Ich habe fast zu spät gespielt. Ah, da drehe ich mich vollkommen bescheuert. Gang. Komm schon. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft. So, da war ich gerade mega ruhig, ne, konnte gar nicht kommentieren, weil ich einfach fast die Luft angehalten habe. So viel Spannung war da. Und da Heung-min Son weitfüßig, wie gesagt, ne, und dann knallt er das Ding einfach ein. Richtig gut. Haben wir ihn schön ausgekontert. Auf den Außenbahnen scheinen wir Platz zu haben. Er spielt. Ich muss mir echt mal die Formation ein bisschen angucken vorher, die der Gegner spielt. Aber er spielt hier auf jeden Fall schon mal. Nein, da habe ich den Ball zu schlecht unter Kontrolle bekommen. Oh, da. Nein, nicht da. Ah, okay. Da hätte es ein einfacher Pass wahrscheinlich getan, ne? Vielleicht ein schneller Pass. Oh, apropos schneller Pass. Ne, Müller, was hast du vor? So, Mkhitaryan drängelt ihn da weg. Oh, na gut, ein Wurf für uns. Ja, er hat hier die beiden defensiven Mittelfeld-Bender-Zwillinge. Oh no! Oh, den wollte ich eigentlich in die Mitte spielen, da hat er mich irgendwie weggedrängt oder so. Ja, Torwart. Ja, kein Problem. Oh Mann, das war mal richtig schlecht. So, hier haben wir jetzt Platz. Oh, okay. Da hätte ich mich vielleicht für eine Richtung entscheiden sollen. Nein, ach, dreh dich doch nicht so dumm nach innen. Was mache ich denn da? Okay, da habe ich zumindest den Konter unterbunden. Das war schon nicht die feine Englische. Das war echt nicht die feine Englische, wie ich ihn da gerade weggenutzt habe. So, und Sven Bender war das, glaube ich, ne? Hat er erstmal schön verkackt. So, da löst er sich auf meine kurze Seite. Kein Problem.
Wir gehen hier die Flanke runter, wollte ich sagen. Tun wir aber nicht. Weil er diesen Pass halt richtig schön unterbindet. Oh, oh. Darf er das? Scheinbar schon. Ah, der hätte eigentlich für Mkhitaryan kommen sollen und dann verkackt Son den. Scheiße, es hätte 2-0 sein können. Das hätte mir ein bisschen Ruhe gegeben. Ah, da ruckelt das Spiel. Oh mein Gott. Was ist da los? Oh Gott, war das schlecht von mir. Oh Gott. Ich werde gerade hektisch. Ich merke das. Darf natürlich nicht passieren. Gegen so ein gutes Team. Ah, ja, ja, was hast du vor? Und zack, da sind wir durch. Oh, okay. Da muss ich ja auch ins enge Dribbling reingehen. Da ist niemand. Den hat er noch bekommen. Nein. Oh. Oh mein Gott. So, auf die kurze Seite orientiert er sich wieder. Beziehungsweise täuscht er an. Wir spielen hier wieder schön die Linie runter. Au. Das gibt eine Karte, oder? Da habe ich mich so weggedreht, dass er mir von der Seite oder vielleicht sogar von hinten reingerutscht ist. Deswegen, ich finde Grätschen so brandgefährlich in allen FIFA-Teilen irgendwie. So, Rüdiger. Der hat wunderschöne lange Pässe. Och, Mkhitaryan. Ja, und jetzt kommt die Flanke. Okay. Ungefährlich. Ah, nein. Nein! Oh, da konnte meine Verteidigung irgendwie nicht klären. Ne? Den ersten noch schön abgewehrt und dann springt er direkt den Gegner wieder vor die Füße. Ich hätte mir gerne die Wiederholung angeguckt, Junge. Das ist natürlich darüber. Ja, jetzt auch nicht mehr. So, meine Spieler sind jetzt schon richtig alle. Ich hoffe, die können sich in der Halbzeit wieder ein bisschen erholen. Ja, das Gegentor komplett unnötig. Also mega unnötig. Ne? Er hat einen Schuss aufs Tor und der geht rein. Gut, ich hatte jetzt auch nur 2 Schüsse aufs Tor, aber es geht hier ums Prinzip. Boah, Lars Bender. Drängelt mich da einfach so weg. Okay. Hat mein Angreifer auch sehr gut reagiert. Ich nehme ihm doch den Ball weg. Ja, so ungefähr. Und da ist er. Das ist Mkhitaryan schön gegen den Außenverteidiger von ihm gestartet. Ja, der hat er gebremst, ne? Und in dem Moment, blip, einfach den Pass gespielt und dann kam er nicht mehr hinterher. Wenn er nicht gebremst hätte, dann wäre der Pass nie möglich gewesen. Jetzt spielt er ein bisschen hinten rum. Geht wieder auf einen langsamen Aufbau. So wie er es ja auch am Anfang gemacht hat, aber vielleicht nicht so langsam. Boah, Ederson, super Reflex. Das war schon wieder viel zu scheiße knapp. Ja, Box da raus. Klären wir einmal. Ah. Aber wenn ich gewusst hätte, dass ich da so gut an den Ball komme, eigentlich wollte ich den mit dem Kopfpass.
Und dann Sokrates. Okay, gut, mit Sokrates da zu schießen ist natürlich auch. Was macht Sokrates da vorne? Hat er auf super offensiv gestellt gerade? Bruma kommt für Bender. Okay, er möchte also ein bisschen offensiver werden, scheinbar. Was soll ich sagen? Das stört mich gar nicht. Son! Nicht Son, okay. Na, und dann verkacke ich es hier mit so klein im Strafraum. Ja, und er spielt jetzt schön nach vorne, ne? Schön schnell macht er das, ja. Ach, aufzudrängen. Und dann versucht er immer diese Flanken. Ich finde die ineffizient, ne? Die funktionieren eigentlich relativ selten. Und dann bekommt er halt so ein Ei gelegt. Wenn er sich da so schön auskontern lässt. Also er hat definitiv auf offensiv gestellt. Und da hatte ich jetzt ein bisschen Glück, dass er durchgekommen ist. Aber ja, Formation ist 4-2-3-1. Und jetzt bringt er Karim Bellarabi rein, also nochmal einen richtig schnellen Spieler. Ist das schon abseits gewesen? Ja. Schade. Ich will einen Schluck trinken. Nerv mich doch nicht. Ah, ich wollte Son haben. Ja, okay. Klären wir einfach. Er uns hier den Ball will. Ist es die ganze Zeit Sokrates hier vorne, sag mal? Kann es sein? Ups. Ein Abseits. Ja, und da kommt Mkhitaryan eingelaufen, er macht das Ding. Er versucht hier noch aufzuholen, irgendwie auf Kampf. Inzwischen liegen wir schon 3 Tore vorne. So, und jetzt geht er raus, oder was? Rage Quit. Ach, Junge, erst stellt er voll auf offensiv und dann kriegt er hier die Packung. Und dann, nee. Er hat scheinbar irgendwas umgestellt. Vielleicht hat er die Formation gewechselt. Er wechselt nochmal. Batra kommt für Toprak. Batra ist gar kein Innenverteidiger, ne? Ich überlege gerade, auf welcher Position Batra spielt. Marc Batra. Ist der ZOM oder OOOOO? Jetzt aufpassen hier. Na. Ja, da hätte ich mich vielleicht umdrehen sollen, bevor ich da einen Pass spiele, oder? Ja, wäre das eine coole Sache gewesen? Ich glaube schon. So, mal sehen, ob er das endlich mal spitz kriegt, wie das hier läuft mit den Abstößen. Ja, hast du wohl aufzudrängen, ja. Und das gibt dann wieder eine Karte. Hoffentlich hat Mkhitaryan sich nicht ernsthaft verletzt. Wie das Blitzlichtgewitter losgeht. Gelbe Karte. Blitzlichtgewitter. So. Hier. Ah, den hat er gerochen. Scheiße. Da war ich zu langsam. Castro. Da müssen wir aufpassen. Ah.
Was war das für ein Abschluss, Sigurdsson? Alter! Okay, der hat keine Puste mehr. Ja, alle meine Spieler haben keine Puste mehr. Hä? 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 Was? Was ist hier los? Oh Gott. Das war so ein sicheres Tor und ich verguck das einfach so. Das ist unglaublich. Was ist denn hier schon wieder los? Irgendwie. Ich habe gerade so das Gefühl, dass A, Zeitlupe gespielt wird und B, dass er jetzt einfach alles umgrätscht. Nach der letzten Partie hatte ich auch Firmino verletzt. Das heißt, ich hatte ihn verletzt, er war halt verletzt. Nein, nein, da war ich zu hektisch. So, irgendwie läuft das aber gerade echt in Zeitlupe so ein bisschen, ne? So, Gonzalo Castro. Aber ich finde es cool, Respekt an den Gegner, ne? Der gibt hier bei dem Spielstand, gibt er einfach nicht auf. Ne, wir haben noch 5 Minuten zu spielen ungefähr. Er liegt 3 Tore hinten und er gibt nicht auf. Ne? Er macht die ganze Zeit, er geht voll in die Offensive. Er tut und ich weiß nicht, ob das für ihn jetzt ein entscheidendes Spiel in der Saison ist. Ob er gegen den Abstieg kämpft oder so. Was? Und noch ein Wurf für den Gegner. Na gut. Ups, das darf nicht passieren. Da muss ich mich auf jeden Fall zurückfallen lassen. Okay, schöner Pass. Hat mir gefallen. Was ist denn da los, ey? Mkhitaryan wird jetzt so oft umgegrätscht hier. So, 2. Gelbe für Schmelzer. Oh, direkt rot. Nicht mal gelb-rot, es gibt direkt rot für Schmelzer. Da hat er sich ein Ei gelegt. Der ist jetzt auch für die nächsten 2 Spiele, glaube ich, sind das immer gesperrt. Ne? Au. Okay, da wollte ich gerade sagen, lässt er mich durch. Ich hätte einfach schießen sollen. Na, anstatt hier so ein Quatsch zu machen. So, das ist das Spiel vorbei. Also Respekt an den Gegner, der hat echt bis zum Schluss gekämpft hier. Hat alles probiert. Ist voll in die Offensive gegangen. Ist nicht rausgegangen. Das finde ich halt echt gut und wir bekommen den Pokal. Haben wir jetzt leider nicht gesehen, die Meisterschaftsfeier. Ein wunderbares Tor von Son. So, zur Feier des Tages lasse ich hier einfach mal durchlaufen ein bisschen. Seine beiden Außenverteidiger gelb vorbelastet gewesen. Ja, und dann Jarmolenko hier mit diesem Glückstor des Jahrhunderts. Das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. So, Mkhitaryan, Blaps, ausgekontert, Deluxe. So, hier jetzt ein bisschen glücklich, da hätte ich vielleicht auch chippen können. Ja, auf jeden Fall steht meine Formation ziemlich ziemlich stabil in der Abwehr. Ne? Ich habe nur mit der Chancenerarbeitung ein bisschen Probleme, weil ich mich da vorne auch ein bisschen dumm anstelle einfach. Teilweise. Und es gibt direkt rot. Ja. Da ist er echt direkt von hinten reingekommen. So, Mkhitaryan 2 Tore, Firmino 1, Son 1. Gute Bewertung für meine Vordermannschaft. So, wir gucken mal, wie sieht es mit den Paraden aus. 4:3, das ist also relativ ausgeglichen. Wow, Aufstiegsknete 2000. So, schauen wir auf die Statistiken. Er hatte einen Schuss aufs Tor, der ist halt reingegangen. Ne? Hatte insgesamt aber mehr Schüsse. Also er hat aus mehr Lagen geschossen als ich. Schussgenauigkeit bei 10% bei ihm dann. Passgenauigkeit bei uns bei 83%, das muss noch besser werden. 2 Kämpfe lagen wir wieder voll hinten, bei Fouls aber auch. So, gucken wir mal. Heung-min Son hier mit dem Tor.
Ja, okay. Das war jetzt wirklich der letzte Pass, der so ein bisschen getippt war. Das war eigentlich ein ganz normaler Y-Pass. Ne? Das ist jetzt in FIFA 18 so, dass sie dann den Ball manchmal so ein bisschen heben. Und dann hat Son den einfach richtig geil Volley genommen. So ein Typ. Ja, wie kam es dazu? Hier einfach von Valencia, Pass in den Lauf auf Firmino, der da auf gleicher Höhe mit den mit der Verteidigerkette ist. Dann zieht er hier seinen Verteidiger halt viel zu weit nach vorne. Und dadurch haben wir jetzt hinten richtig viel Raum. Ne? Wir haben jetzt hier zwei Verteidiger gegen drei Stürmer. Hier läuft noch jemand aus dem Mittelfeld mit. Also ist jetzt eine 3 gegen 3 Situation. Pass in den Lauf, Sigurdsson ist ein bisschen schneller. So, und da sehen wir hier drüben, ist es einer von den Bändern? Ich weiß es nicht. Er kommt hier auf jeden Fall rein, ne? Sokrates klebt an uns dran. Ah, ne, das ist Toprak, dann müsste das hier Kimmich sein. Auf der, ja, das ist Kimmich, ne, auf der rechten Seite. So, Kimmich kommt rein, ne? Sokrates klebt an uns dran, also da einen Abschluss zu schaffen, richtig schwierig. Also Pass in den Lauf, ne, und den hebt er da schön über das Bein von Kimmich drüber. Lups. So, und dann Son. Zögert gar nicht lang, ne? Aufs lange Eck ziehen wir hier. Wir sind noch weit genug vom Torwart weg. Aufs lange Eck und dann schön Volley. Bams. Richtig schön rausgespielt. So, Kimmich hier, gelbe Karte, ne? Mkhitaryan bremst da einfach. L2 Dribbling halt, weil ich mir sicher war, dass ich da nicht durchkomme. Jarmolenko. Super Tor. Er schießt hier erstmal. Was hatte er denn vor eigentlich? Das muss ich mir nochmal angucken. Ich glaube, er wollte hier nämlich den Pass einfach querlegen, oder? Ich glaube, das war gar kein Torschuss. Nee. Ne, da wollte er querlegen. Da hinten auf den, wer auch immer das ist. Der hellblonde Typ, der da reinrennt. Auf dem wollte er halt. Das sieht aus wie eine ganz flache Flanke spielen. Rüdiger geht dazwischen. Ne, das ist Bailly. Bailly geht dazwischen. Und dann prallt der Ball halt so dumm direkt zu ihm ab. Bailly wird getunnelt. Ederson auf der falschen Seite erwischt. Und da ist das Tor halt drin. Im Nachhinein nicht besonders schlimm. Kann passieren. So, und hier haben wir nochmal die Situation, wo der Verteidiger einfach gebremst hat. Ne? Wir kommen hier mit Sigurdsson durchs Mittelfeld. Ja, antizipieren hier, dass er da tackeln möchte. Drehen uns an ihm vorbei. In Laufrichtung. Cleverer wäre es natürlich gewesen gegen die Laufrichtung. Ich wusste halt nicht, ob er uns überläuft oder auf der Innenseite dann schneidet. Er kann ja hier im Prinzip, wenn er ankommt, kann er entweder versuchen, hier uns zu schneiden oder hier davor zu laufen. Er ist jetzt außen, um uns rumzulaufen. Der Orientierung nach hätte ich halt geschätzt, dass er hier innen lang geht. Ne? Und dann hätte ich mich von ihm weggedreht. Er hätte mit dem Tackle da gestanden und ich wäre an seinem Körper vorbeigekommen. Aber irgendwie ist er dann halt doch dran vorbeigegangen. Da hatten wir Glück, dass der Roulette geklappt hat. So, und dann, hier passiert es gleich. Na, da bremst der Verteidiger. Na, da war der Abstand einfach zu Mkhitaryan so groß, da konnte man damit rechnen, dass er nicht einfach blind durchläuft, sondern sich nach irgendwo orientiert. Und dann kommt einfach Mkhitaryan angelaufen. Ist natürlich schon in der Vorwärtsbewegung, hat schon mehr Geschwindigkeit drauf. Macht das Ding. So, Pass nach vorne zu Firmino. Ja, und Firmino habe ich da echt aufs kurze Eck gezielt. Eigentlich wäre es natürlich cleverer gewesen, aufs lange Eck zu zielen. Legt sich den Ball einfach vor, sprintet ein bisschen, bremst dann hier wieder ab. Torwart kommt raus. Doch, ich habe aufs lange Eck gezielt. Ah, okay, und von seiner Hand prallt der Ball dann ab. Also da hatten wir echt Glück. Hätte ich chippen müssen, wahrscheinlich. So, Firmino auf Außen. Kommt da ungehindert durch, legt den Ball nach hinten und Mkhitaryan dann ohne Probleme. Ist ein schönes Tor. Da gibt es eigentlich viel zu sagen zu. Ist der am Verteidiger abgeprallt dabei? Ist der an Kimmich abgeprallt? Ah, ganz schwer zu sehen. Ich glaube nicht. Ne? Nee, der Ball hat die Flugbahn nicht geändert. Über Kimmichs Bein drüber. So, Marc Bartra. Boah, hat er fiese Augenringe auf dem Bild. Im Prinzip eine schöne Sache. Aber wie gesagt, Flanken. Ich bin da nicht der Fan von.
Es ist einfach effektiver, einen flachen Pass reinzuspielen. So, gelbe Karte, rote Karte für Schmelzer hier. Brauchen wir uns, glaube ich, nicht noch angucken. Dann war es das für heute. Wir haben die Meisterschaft. Nach 5 Spielen, also eins mehr als notwendig gemacht hier, spielen dann das nächste Mal in Liga 9 weiter. Ich bedanke mich bei euch Jungs und Mädels, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.